Seid gegrüßt, Freunde des feuchtfröhlichen Spielekonsums. Hier bei Games und Gerstensaft mit Assassin's Creed 4. Immer noch. Black Flag. Im fünften Teil. Wir sind noch nicht ganz durch, aber das Ende ist nah. Das Ende ist nah. liebe Freunde, wir haben euch ja gesagt, ab jetzt mit diesem Spiel läuten wir eine neue Zeitrechnung, wollte ich jetzt gleich mal ist sagen. Ja, schon lame. Ja, aber ich meine, haben wir ja praktisch eingeladen, dass jetzt das. Fünfte, also zwei Wochen. Zwei Wochen ist das doch. Ja, genau, wissen schon die Leute, dass wir jetzt das Spiel auch hier durchspielen werden. Assassin's Creed 4 Black Flag. Da würde ich sagen, um gar keine weitere Zeit zu verlieren. Achso, gehen wir wieder rein, sagst du? Ne? Gehen wir wieder rein ins Spiel. Hast du auch Ton hier aus? Nö. Jetzt. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein ins Spiel. Ja. Wir waren beim Gouverneur, wir haben den besucht in Havanna. Und haben erfahren, dass der Assassine, dem wir die Kleidung und so abgenommen haben, ein Abtrünniger war. Ein abtrünniger Assassine war, der dem Gouverneur, der ein Templer ist, so einen komischen Edensplitter irgendwas gebracht hat. Und die sind auf der Suche, toll gemacht, Dominik, nach einem Observatorium, mit dem man irgendwie alle Menschen auf der ganzen Welt aufspüren kann. Ja. Und das wollen die Templer natürlich und wir... Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das verhindern. Was tust du? Oh, guck mal, was es da gibt. Sorry, ich will diesen komischen Vogel hier. Hier rennen ganz schön viele von diesen Kurieren rum. Kurieren rum. Aber die bringen uns doch auch nur Geld. Und? Aber wir haben doch viel Geld. Ja, aber Geld allein macht nicht glücklich. Es muss ja auch jemandem gehören. Sehr schöner Satz. Ist der von dir? Nee, der ist von dir. Sorry. Das ist das Schlimme. Sowas habe ich on the daily basis sozusagen. Hab ich, weißt du, wisst ihr, wenn die Kamera nicht läuft. Ach, komm hier, dann! Wenn die Kamera nicht läuft, macht Dominik ja trotzdem Ausländische-Sprüche. Das ist ja das Schlimme. Zum Beispiel, gerade eben hat er unabsichtlich ein sehr lustiges Wortspiel gebracht. Gerade weil zwischen den Aufnahmen haben wir den Ton geprüft, während Dominik hier jetzt den Typen verfolgt. Ja, das kannst du ja haben wir den Ton geprüft. Und wir haben ja so ein Tonaufnahmegerät und da sind immer noch eine bestimmte Anzahl an Tondateien werden dort angelegt. Und Dominik hat irgendwie gedacht, es sind schon 6 Tondateien angelegt, aber es waren vier angelegt, aber es waren schon 6. Und er erklärte es mit den Worten, ach, weil in Ruth nichts drin war. Also, ihr wisst ja, Ruth ist ja auch ein Mädchenname und ich fand den sehr lustig, den Gag. Weil die da draußen ihn nicht verstehen, fragt eure Eltern, die erklären euch das gerne, was mit Inrut gemeint ist. Richtig. So, ja, muss noch ein bisschen was erklären, ich habe den Fuchs noch nicht. Oh, ich erkläre mal was, wie ich das bisher finde. Der macht es auch hier so ein... Was tust du? Ja. Absolut rumgefreakt. Ja, ich glaube, der Kollege ist weg. Wir wollten Mission machen, weißt du, wie weit du dich jetzt von dieser Mission entfernt hast? Nee, gar nicht so weit eigentlich. Ich glaube, du bist am anderen Ende der Karte. Nein, was ich sagen will, mir gefällt Assassin's Creed 4 Black Flag bisher sehr gut von seiner... Wieso kennt ihr mich ja alle? Von seiner Gestaltung. Also, ha! Jetzt hab ich ihn! Jetzt hab ich ihn! Ha! Von seiner Anmutung finde ich sehr schön. Also, gut, das liegt aber auch daran, sage ich es mal ganz ehrlich, ich habe Havanna zu der Zeit kenne ich nicht, also kenne ich keine Aufnahmen. Das heißt, ich kann jetzt nicht... Wie, du kennst keine Aufnahmen? Naja, keine Fotos und so. Von der Zeit keine Fotos? Ja, keine Fotos. Also praktisch so keine Beschreibungen sozusagen. Es gibt ja auch, so in Abbildungen sozusagen... Achso, Kupferstiche. Ja, zum Beispiel. Ah. Oder auch aus Filmen, also aus Historienfilmen. Die haben ja auch, ziehen ja auch bestimmte Quellen zu Rate, damit sie sagen können, so sieht's heute aus oder so sah es damals aus. So dass ich hier gar nicht den Vergleich ziehen kann. Das war bei Florenz zum Beispiel. Firenze. Firenze. Oder zum Beispiel Venedig natürlich ein bisschen einfacher. Richtig. So, haben wir es jetzt. Wir sollen den Governor treffen. Also, ja, von wegen am Ende der Karte. Der Mann, den sie den Weisen nannten. Genau, denn diese Weisen anscheinend, die wissen, wo dieses Observatorium ist. Oder wie es zu bedienen ist, oder keine Ahnung. Man weiß es nicht. Guten Morgen. Oh, das wird da gebeamt. Hallo Edward! Vollidiot. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Vollidiot. Ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen.
Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Vorre. Das ist aber auch ein dummer Hund. Hier entlang. Das ist wieder der Ritter. Hier ist er. Das ist der Weise. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Der sitzt am Dock von Havanna. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ja. Das sieht nicht sehr weise aus. Das sieht sehr schlecht aus. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Nein, ah, das ist zum Glück gerade was aus dem Auge. Der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts, oder nicht? Bereit, ich muss ja übrigens noch mal hin. Ja. Bringt ihn in meine Residenz. Und was machst du jetzt? Du musst laufen. Ja, ich laufe auch gleich. Ich lasse erstmal die anderen vor. Um einen Mann? Kann ich dich bestehlen? Das Observatorium wirklich so kostbar? Sieh! Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unerhört. Aber woher wissen denn diese zum Beispiel Vorläuferrasse, also diese die Leute, die davor da waren. Ja? Die Aliens? Genau. Woher wissen denn die Leute das auf einmal? Zum Beispiel die Assassinen, die wir bisher getroffen hatten, also in den vorherigen Teilen, wussten das ja auch nicht. Richtig. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Also zum Beispiel ein Ezio, der war ja sehr verdattert, als er da im Petersdom in Rom plötzlich die Alte gesehen hat. Ich verstehe kein Wort, hat er gedacht. Bleib bei mir, Großmeister. Ach, spüre es auch. Ich dürfe nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Hand anlegen. Lass den Weisen nicht Hand an sich anlegen. Ich will den Templer verteidigen. Jetzt kommen Assassinen. Im Kampf die Pistole benutzen, das mache ich. Wie geht das? Schnell, renn da oben. Hier, da, Y. Ah, ich hab nicht getroffen. Hab ich die jetzt benutzt, aber im Kampf? War wie, oder was? Schnell. Ah, ja. Ich hab ihn angeschossen. Jetzt bekämpfen wir andere Assassinen, das ist ja krass. Ist das hier ein Böser? Ja. Oh, ja. Was mich allerdings jetzt verwundert, also wir müssen anscheinend wirklich von Anfang an für die Templer gekämpft haben, beziehungsweise irgendwie... Ich blicke hier nicht mehr drauf. Ja, der steht auch nur rum. Dem geht's genauso wie mir. Für die Templer gekämpft haben. Da oben sind Assassinen. Dings. Der Weise stirbt. Der Weise stirbt gar nicht. Ach, da guck mal, der stirbt hier fast. Wo sind die? Da, jetzt sind sie unten. Au. Wo ist denn der Weise eigentlich gerade hin? Da, der rennt doch. Warte mal, ich muss mal kurz hier hoch. Warte mal, du kriegst gerade voll auf den Sack. Ja, ich fühle mich gerade wie der Weise, ich sterbe auch gleich. Da, das ist ja leider Bumpa. Hast du gut gemacht. Ich hab ihn geschützt. Verstehe ich aber. Boah, fett. Die haben's drauf, die Jungs. Oh, er hat's aber auch drauf. Warum hat der Weise jetzt die Assassinen umgebracht? Ach, der. Oha. Wow. Hier geht's ja ab. Stopp wen? Den Weisen, der flieht. Der Weise? Bei dem Klapper 2. Das ist aber nicht so weise von ihm, ne? Dass er jetzt hier abhaut. Du bist sehr schnell, das lass ich dir. Wo ist denn der? Da oben, ne? Roberts. Ich frage mich gerade, ob da irgendwas klingelt. Ob, Nee, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht der. Der alte Sack aus Assassin's Creed 3 kann das ja gar nicht sein. Die sind ja. Also, dadurch, dass er der Großvater, von Connor ist. Obwohl. Vielleicht ist es ein Kind. Nee. Toll gemacht. Nee, ich muss eh unten lang. Ich hab. Dann noch einen Termin. Halt! Oder ich schieß dir ins Knie! Halt hier nicht! Ich muss weg, warte. Nee, jetzt hier ist doch gut! Ja, jetzt hupf in den blöden Haufen! Jetzt, du blöder Sack! Ah, ist das gut! Nee, ich muss hier! Ich muss. Da, 59. Da ist doch noch 50. Ach, Kinders, das ist doch alles lächerlich. Also, ein Freerunner ist nicht an dir verloren gegangen. Nee. Ein Parkourläufer. Ah, hier, der läuft schon wieder weg. Der lernt's wohl nicht. Du bist sehr schnell, das lass ich dir. Oh, was war denn das? Na, der hat diesen Aufzug da benutzt. Das will ich aber auch jetzt. Na, da musst du aber warten, bis es. Oh Gott, bist du schlecht.
Oh Gott, bist du schlecht. Warte, hier, ich mein, was macht denn der? Du benutzt alles, nur nicht die Leiter. Wo bin ich denn gerade hochgeklettert? Ich bin gerade an der Luft hochgedingst. Da war nichts, hast du es gesehen? Ich habe mich in der Luft hochgezogen. Okay, das tut mir leid, ich entschuldige mich offiziell. Aber warum darf der das Ding benutzen und ich nicht? Ja, weil er cool ist. Ja, komm. Also muss ich jetzt auch nicht mehr A drücken beim Rennen, oder wie habe ich das verstanden? Anscheinend nicht. Warum sind die immer so halb durchsichtig? Weil das ja nur Schatten der Vergangenheit sind. Das sind nur Schatten. Das ist der Geist der vergangenen Beine. Was macht er? Du bist aber so ein Bewegungslegastheniker. Na, was macht denn der? Das ist hier Kinect angeschlossen. Er kennt das Spiel, er kennt das Spiel, dass du das bist. Man glaubt es einem nicht, wenn man uns beide sieht, aber von uns beiden bin tatsächlich ich der Sportliche. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ich scheiß dir ins Knie. Jetzt hab ich dich, du Sau. Wie ich ihn abgeschnitten hab. Und dann nur um so eine Scheiße zu machen. Oh. Wie du ihn abgeschnitten hast. Oh, warte. Ich bin gleich. Vorsicht. Der ist aber auch flott. Ich hätte ihn ja eigentlich fast gehabt, ne? Ich habe ihn ja so den Weg abgedingst. Ja, bleib da sitzen. Na klar, ja, machst du bequem. Noch einen Tee. Das gibt's doch nicht. Das ist super. Also. Die Steuerung. Der ist ganz schön flott. Guck mal, wie die Meterzahl zunimmt. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Das ist runtergefallen. Da ist auch runtergepurzelt. Ich hab doch eine Knifte. Kann ich die einfach abknallen? Du sollst ihn doch fangen. Oh, das ist auch gut. Ich hätte ihn gerade. Nehme ich mit. Der, wahrscheinlich hat das deswegen nicht geklappt. Ich hab vorhin, als ich den Weg abgeschnitten habe. Mit B. Mit X habe ich den da. Guck, ah. Er wird schon langsamer. Halt dich. Eieieiei. Das war eine schwere Geburt. Hm. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Großmeister, doppelt auch. Die Wachen. Doch doppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag. Ja! Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem... Moment, haben wir nicht so ein Blasrohrpfeil in die Brust Captain bekommen? Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Wir? Mit Glück. Ich glaube. Bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Das war irgendwer anders. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Amigos. Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Das ist... Hab Dank. Das ist geil. Das mochte ich. Das mag ich so an der alten Zeit. Ja, Sir. Dass man einfach so einen Sack mit Geld bekommt. Richtig. Nein, also das ist so schrecklich. Das ist so... Heutzutage, ja, wenn du irgendeinen Auftrag erfüllst oder irgendwas machst, ich hab ihn doch von oben anspringen wollen. Oh ja, fast. Wollen wir ein Feedback geben oder wollen wir es lassen? Nein, lass jetzt mal. Also damals, in der alten Zeit, heutzutage, wenn du irgendeinen Auftrag hast und du kriegst Geld, kriegst du so eine vorgefertigte Summe Geld und die ist abgezählt. Also 500... Wie? 500 Euro, sagen wir mal. Na, du erfüllst jetzt irgendeinen Auftrag. Was ist für ein Auftrag? Also, ja, keine Ahnung. Also du gehst jetzt arbeiten und kriegst dafür einen... Ich muss jetzt arbeiten? Lass dich doch mal heutzutage. Achso, heutzutage. Und dann kriegst du einen exakt abgemessenen Euro-Beitrag sozusagen. Ja. Und früher, gerade in der alten Zeit, war das... gar keine Euro, ne? Ja, erstens das. Und zweitens war das so, die haben einfach so einen Sack mit Geld hingeworfen. Ja, die haben das ja vorher abgezählt. Ja, so wirkt es aber nicht in so Film. Oder früher, in der Westernzeit war, da haben Dinge einfach Geld gekostet. Mhm. Geld. Da hat er gesagt, ist er in so einen Saloon reingekommen, der Cowboy hat gesagt, ja, ich hätte gern... Geld. Oh, sehr hoch. Ich hätte gern einen Whisky, ein Steak... Platz zum Schlafen, Stroh für mein Pferd und dann so. Und dann hat er nur so eine einzelne Goldmünze hingehauen. So, damn! Ja, und dann hat keiner gefragt, wie viel kostet das? Geld, hat er gesagt. Geld kostet's. Ja. Nehmen wir es einfach mal Geld. Wie wär's mit Geld? Das war viel einfacher. Ja, das war viel einfacher die Zeit. Es war auch eine bessere Zeit. Es war eine bessere damals. Damals war eine bessere Zeit. Damals, wo noch die ganzen Krankheiten gab, wo keiner älter als 40 wurde, der nicht mega reich war. So war das. Das war schön. Achtung, da ist ein Heuer auf. Ich soll ja erst reinhopsen. Super gemacht. Ja, das ist ja jahrelange Übung. So, hier jetzt. Ist schon wieder was aufgedeckt. Da ist eine Truhe. Soll ich die holen? Ja, geh mal hin. Du musst auch gleich kämpfen. Das passt mir gut. Das passt mir ganz gut.
Ja, mit Schwertern. Mit Schwertern kämpft sich's immer besser. Das ist viel cooler. Wo ist es denn? Wo? Die wollen mich auf Apple. Nö. Schon da unten. Ich höre es auch so. Ja, klimpern. Ach, vielleicht da unten. Oh. Ach, hier. Gucke da, die bewachen doch wichtige Sachen. Da mach doch mal. Mach's da kaputt. Hallo. Soll ich mal kaputt machen? Du hängst gerade irgendwo. Genau. Jetzt. Bam. Oh, das war böse. Oder? Wie ich es wieder gemacht habe. Oh. Da kommen sie von oben runter. Die Vietcong sind in den Bäumen. Mit A die Verteidigung durchbrechen oder mit B abwehren. Aber du kannst doch einfach lassen. Ich lasse es einfach. Ich höre einfach auf. Ich lasse es sein. Diese ganze Gewalt, das hat doch alles keinen Sinn. Das ist alles nur für Geld. Ja. Und Kugeln. Und Kugeln. Jetzt kann ich mich rumkugeln. Fand ich den. Ach, weil in Root nichts drin war. Besser. So, zur nächsten Mission noch? Ja, wirklich. Na, dicke, wir haben doch keinen Timer gestellt. Aber dein Timer, der Ersatz-Timer. Mein Timer sagt zu ihr, läuft. Oha. Ja, okay, das war nicht so. Gucken wir mal kurz, wo wir hin müssen. So ein richtig guter Assassine ist an dir nicht verloren gegangen. Nö. Oh, wo müssen wir denn hin? Oh, guck mal hier. Da müssen wir erst wahrscheinlich noch mal ein paar, da machen wir jetzt eine Mission hier, wie die Funkturm-Mission in Far Cry. Machen wir jetzt hier. Mhm. Klar, warum nicht? Hm. Wusstest du übrigens, dass in Far Cry die Funktürme alle einzigartig sind? Ja, das habe ich schon mal gehört. Irgendwie hatten wir das letztens gesagt. Die sind alle einzigartig gewesen. Da ist keiner wie der andere. Da ist keiner wie der andere. Das ist verrückt. Verrückter. Ist ähnlich hier mit den Aussichtspunkten. Richtig, mit den Aussichtspunkten. Oh, genau, das ist wirklich. Fast ähnlich. Genauso, ja. Ist ja auch vom selben Entwicklerstudio. Richtig, also die lassen sich nicht lumpen mit ihrer Einzigartigkeit. Richtig. Da denken die sich, ey, wir brauchen Türme und die müssen einzigartig sein. Ach, die müssen, so. Da gibt es doch gleich für jeden Turm gibt's einen Designer. Richtig, der wird abgestellt. Du warst Turm 18. Oh nee, nicht schon wieder Turm 18. Gab nur 17. Ah, okay. Nee, es gab 18. Vielleicht aber auch nur 5. Vielleicht aber auch nur Spaghetti. Vielleicht aber auch nur Banane. Ach, so, die Simpsons-Folge, das war so super. 4, 85, 86, 95, 17, Banane. Homer kann so super zählen. Ach, kommen wieder übrigens neue Folgen. Es kommen neue Folgen von den Simpsons? Ja. Sind die genauso schlecht wie die... Ah, ich finde die neuen nicht schlecht. Echt? Ich finde die gut. Ich mag die nicht so. Ja. Aber gut, ich bin ja auch so ein Mensch, das merkt man, wenn man uns von Anfang an verfolgt. Ich sage immer, früher waren viele Komiker oder viele Comedy-Serien auch besser. Die einzige, muss ich wirklich sagen, die einzige Comedy-Serie oder die einzige Serie, die finde, die mit den Jahren besser geworden ist, ist South Park. Ja, das stimmt. Die war am Anfang noch ein bisschen... Naja, am Anfang war sie auch schon gut, aber... Ja, aber nicht so mit diesen ganzen sozialkritischen Hintergedanken. Da war es einfach nur ein lustiger Comic. Ein bisschen absurd. Ja, hast du gut gemacht, diesmal mit runterspringen. Sie auch mit Treffen. Ja, wo ist das denn hin? Das ist noch eine Truhe im Sperrgebiet. Das schreit nach einem Auftrag für... Edward Kenway. Super Kenway. Bringen Sie um. Ich muss hier durch. Gute Nacht. Das haben sie aber schön animiert. Also, das muss man wieder sagen, die Animationen sind wieder sehr geschmeidig. Von ja. Bleib geschmeidig. guck mal hier, hast du es gesehen? Ich habe erstmal eine Porzellanteekanne bekommen. Das ist gut. Hast du die jetzt eingesteckt? Ja, die habe ich jetzt eingesteckt. Kannst du damit kämpfen? Oder willst du damit schießen? Mit der Porzellanteekanne? Kämpf mal lieber mit dem Ding. Oh. Super, da, so macht man das genau. Kannst du die abschießen? Einen von denen? Ich versuch's gerade. Einfach mal so. Warte, ich muss so erst mal. Peng! Ja! Einfach so aus nächster Nähe, einfach so. Weil es kann. Oh! Achtung von oben. Ja. Vielleicht kommt einer runtergesprungen. Ah ne, er kommt die Leiter, also ganz zivilisierter. Aua! Oh. Gegen das Sei. So, jetzt habe ich hier so eine fette Knifte, das ist ja toll. Eigentlich. Kannst du auch nachladen, mit kann ich auch nachladen. Das macht er so im Gehen, das finde ich sehr gut. So ganz nonchalant
Lalala, ich komme aus so einer Gasse, da liegen 5 tot und du lädst deine Waffe nach. Ist überhaupt nicht auffällig. Er ist halt einfach mal ein abgebrühter Hund. Ja, er ist halt ein cooler, ich wollte gerade sagen, er ist halt ein cooler Vampir. Der gute Eric. Klar. Der Eric Bane. Eric Bane. Finde ich übrigens einen coolen Namen für einen Vampir, aber ja. Das Ganze, wie gesagt, was ist das? Was ist das? Neues was ist das? Piratenrennen. Ja, befreie die Piraten. Sie sind in Gefahr, indem du an ihnen vorbei. Ja, du hast einen Warnschuss. Weil ich bin halt ein humaner Mensch. Er kann auch gut aber auf sich alleine aufpassen, habe ich so ein Gefühl. Ja, ein bisschen. Muss ihm gar nicht helfen. Kommt zu Sinn, Leute. Ihr seid so verrückt wie ein Seewolf im Blutrausch. Ah. Da kommst du aber alle an. Oder seine Brüder hier noch. Super gemacht. Ja, das kann ich. Leg doch mal die Waffe weg, mit der kann man nicht so gut kämpfen. Doch, hier, zack, da habe ich dir wieder die Brüstung getreten. Ja, da, du bist auch noch was, ne? Ah, es wird natürlich jetzt ein bisschen. Jetzt kommen aber wirklich alle hier. Du hast schon wieder die halbe spanische Armee weggemeuchelt. Ja. Ganz viele Conquistadores. Conquistadores! Oh, und die meucheln mich hier auch ein bisschen. Oh. Mit A durchbrichst du seine Verteidigung. Soll ich das mal machen? Oh, nee. Oder sterbe einfach. Ja, warum nicht? Mit A. Ja, ich versuch's doch. Und jetzt, bam. Super gemacht. Das war knapp. Also, ich danke dir. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Woher wisst ihr, dass wir Captain sind? Ja, wir treten halt so auf wie ein Captain. Captain, mein Captain. Gleich stellt er sich auf den Stuhl und dann... Dann weint Edward Kenway. Ich unterrichte euch weiter, Jungs. Captain, mein Captain. So, was jetzt? Ich plündere. Das wollen die Leute sehen. Noch ein Kurier. Nee, komm, lass das mal. Das ist ganz schön, die sind ganz schön aufdringlich. Ja, fang mich. Hasch mich, ich bin der Frühling. Nee. Ja, der müsste. Oh, warum gibt's eigentlich noch keine Parodie? Weißt du, Saints Row ist macht so eine Parodie auf viele. Also die Saints Row-Reihe parodiert. Parodiert ja sehr viele Computerspiele. Ja. Warum nicht Assassin's Creed, in dem so ein Kurier vorbeirennt in Saints Row mit den Worten: Hasch mich, ich bin der Frühling! Ja. Ja, schön. Du sammelst hier wieder Sonne ein. Ich sammle wieder die Sonne ein. Ein Fragment. Hast du gut gemacht. Wir gehen mal Richtung Mission. Weil wir haben noch genug Zeit eigentlich. Wir können auch anfangen. Fangen wir die einfach mal an. Da kennen wir nichts. Da kennt man aber gar nichts. Ne? Das ist, Vorher klettert Dominik noch schlecht durch die Gegend. Und hopp in den Laubhaufen. Yes. Was ist das eigentlich? Warum ist da Laub? Warum liegt da Stroh? Warum ist da eine Katze auf dem Dach? Das ist aber eine Katze. Das ist doch süß. Miau. Hier. Ha, es geht doch. Oh. Es geht doch! Aber die Katze macht die Katzensache, was eigentlich gar nichts ist. Ja, das stimmt. So, das ist diese. Da unten ist ein Schrank! Hast du gesehen, da ist ein Schrank! Oh, hä? Können wir rein, aber müssen wir nicht. Wir müssen zur Mission. Katze mit. Ja! Wir sind hier nicht bei Zelda, wo du den Hund mitnehmen wolltest. Stimmt, da ist noch eine Katze auf dem Dach. Da sind hier überall Katzen auf dem Dach. Ich wette, die sind nachts alle grau. Ach, guck mal hier, weißt du, wer da gerade gerufen hat? Der Vollidiot. Der Vollidiot? Weißt du, wer da gerade gerufen hat? Der Vollidiot. Ja, jetzt hier starten, habe ich ja gedrückt. Der Vollidiot. Der Vollidiot hat gerufen. Hast du ihn gerade gehört? Der Vollidiot hat gerufen, der Vollidiot ist gekommen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regiert? Torres. Muss das R richtig rollen? Kann ich nicht. Warum nicht? Habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Plantage. Man kann auch erst rollen. Ich würde gerne das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. Was? So eine lachhafte Idee. Sagt er. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Ja. Stell dir vor, die NSA hätte sowas gegen dich in der Hand. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ja. Om, om, om. Der hat nach unserem Glas gegriffen, der Hund. Nicht in Kämpfe verwickelt werden, Wachen aus Anpirschzonen heraustöten. Das ist eine Anpirschzone. Ist das hier mal eine Anpirschzone? Was ist eine Anpirschzone? Na, das nenne ich mal eine Anpirschzone. Das ist aber eine amtliche Anpirschzone. Das ist eine amtlich schlechte Kameraperspektive gerade gewesen. Ist das hier auch eine Anpirschzone?
Ja, geh mal in die Anpirschzone und dann. Dreh ihn mal aus der Anpirschzone raus. Pirsch dich an und pirsch ihn weg. Pirsch ihn rein. Jawohl. Ach, ich muss noch drei von diesen Waffen. Drei von den Waffen. Ja. Oh, da kommt doch gleich wieder eine. Hallo. Pfeif mal. Hallo. Und Anpirschzone. 2 von 3. Hallo. Hier, Munition plündern. Das können wir mal wieder machen. Wir brauchen Munition und Real. Richtig. Ob dafür Real was bezahlt hat? Ab zu Real oder was? Naja, wegen Real, dass die so häufig erwähnt werden. Das ist ja Product Placement. Vielleicht hieß die Werbung damals. Na, ach nee. Hey, ich sag ja nur. Könnte ja sein. Dominik. Ich muss hier in den Busch. Bleib in der Anpirschzone. Ich mag die. Das klingt im Englischen bestimmt viel cooler. Pfeif ihn! Er hört das nicht. Du musst näher ran. Ja, vor allem, dass er mich durch dieses dünne Gestrüpp nicht sieht. Ja, wobei. Hallihallo. Hallihallo. Auch von Ubisoft übrigens. Ja, ich bin. Die haben's irgendwie. Die machen schon mehrere Spiele, ne? Die machen schon mehrere. Die machen nicht immer nur ein und dasselbe. Hallihallo. Pirsch dich in die Anpirschzone. Ich pirsch mich jetzt in die Zone. Pirsch dich in die Zone. Uhu. Hallihallo. Wo ist das Vögelchen? Super. Ja, da kommt hallo. Ja, hallo, wer ist denn da? So. Geh ihn um. Super. Ja, so, erste Dings habe ich schon erfüllt. Den Aufseher aufspüren übrigens. Das sind die Anpirschzone übrigens, wir kennen es eigentlich. Ja, wo ist denn der Aufseher hier? Ich würde gerne den Aufseher sprechen. Erstechen. Ist der wie? Ja, ja. Entschuldigung, ich würde gerne den Aufseher erstechen. Vor allem, warum sind die eigentlich jetzt böse auf dich? Also die Wachen? Weil du bist doch eigentlich ein cooler Typ mit dem Governor. Du bist doch hier. Ja, eben, ich bin doch. Ey, der Governor. Voll dicke mit dem. Ey, wir sind Bros. Wir Brofisten über der Leiche vom Weisen, nachdem wir ins Observatorium rein sind. Ich dachte gerade, du sagst was anderes. Über der Leiche vom? Was? Nee. Wir Brofisten? Ja, ja, sowas. Egal. Na, Brofisten halt. Ja, ja, ich weiß schon. Ach hier, Du und deine schmutzigen Fantasien wieder! Ja. Ist das das Ziel? Das ist eine Anpirschzone. Aber die andere doch auch hier. Ja, aber wahrscheinlich wird die Anpirschzone, in der du dich befindest, nicht dargestellt. Das ist übrigens eine Kiste. Aber ja, egal. Da kann ich jetzt. Kannst du auch später noch hin, weil es ist ja Open World. Kann ich auch später hin, weiß ich, wa? Achtung, Anpirschzone. Da kommt jetzt aber einer, der verfolgt dich. Die ist aber auch grün hier. Da ist der, da ist er. Wer, was? Ja, super. Hinter dem Blatt ist er. Ah ja, das Blatt muss ich um. Das Blatt muss ich abmachen. Wenn sie sich ja an der Ecke anpirscht. Du Pfeife! Du weißt das doch, wie das geht. Ja, weiß Timer? Ich doch. Kenn ich, weiß ich. Ja, genug. Zwei. Ja, der hat einen Schlüssel, der nicht. Ja, du kannst ihn aber von der Anpirschzone heraus ja umbringen. Soll ich ihn jetzt schon pfeifen? Pass auf. Ja, jetzt sieht dich keiner. Jetzt guckt keiner in deine Richtung. Soll ich ihn den Palmen? Schnell in den Palmenhaufen. Schnell. Und jetzt pfeifen. Hallo. Ey, hier. Komm her, hier. Komm an auf den Meter. Wo ist er? Jetzt. X! Ich kann nicht X. Ach! Die sollen. Jetzt! Okay, hat keinen gestört. Ja, nee, warum auch? Ist ja nur der Oberaufseher. Der Oberaufseher hat nur gerade geschrieben: Warte mit Goldeno! Arbeite! Ich kann kein Spanisch, also. Ihr merkt das schon, ne? Wo geht's jetzt lang? Ich habe einen guten Freund in Spanien. Ja? Also darf man gar nicht sagen in Spanien, also er wird da sauer, wenn ich sage Spanien, sondern in Katalonien. Ach, ja. Katalonien. In Katalonien. Ich spreche da ganz Marius. Anders. Ne? Marius. Den lieben Marius. Hat übrigens eine deutsche Mama, der liebe Marius. Ja? Die sprechen ja ganz anders. Ja, es ist eine andere Sprache, ja. Er sagt doch immer, er ist Katalane und nicht Spanier. Wie kommt das noch? Naja, ist ja wie die Bayern, die sagen ja auch, die sind keine Deutschen. Nee, das sagen wir. Achso, das stimmt, das sagen wir. Wir sagen die Bayern. Aber die Bayern, die sprechen ja auch kein Deutsch. Ja, richtig. Du sollst jetzt den Weisen befreien. Haben wir noch Zeit überhaupt, Dominik? Wir sind bei 30 Minuten. Na, dann müssen wir jetzt aufhören. Wollen wir hier aufhören? Im sechsten Teil befreien wir den Weisen. Bring ihn noch schnell um. Ich würde ihn gerne hier mit reinnehmen, aber jetzt liegt er da. Jetzt liegt er da mit Wind im Haar und Blättern und Dreck und allem möglichen. Ja, so. Machen wir hier Schluss. Das machen wir hier Schluss? Ja, nützt ja nichts. Nützt ja alles nichts. Liebe Freunde, im sechsten Teil befreien wir dann den Weisen.
Was wir eigentlich, wie gesagt, finde ich vom Missionsdesign her ein bisschen fragwürdig, weil wir sind ja eigentlich, wie gesagt, hier, so, mit dem Governor sind wir ja eigentlich. Ja. So, aber dass wir nicht einfach sagen, hey, wir wollen mal den Weisen besuchen, weißt du, weil wir sind ja... Wir können es uns ja eigentlich noch. Wir sind ja aber so. Wir wollen ihn ja befreien. Ja, ja, aber wir können ja unter einem Vorwand dorthin und sagen, hey, wir würden gerne mal den Weisen sprechen, weil, der hat uns leid getan mit seinen blutenden Augen und so. Ja. Aber vielleicht wollten wir einfach nur keinen Verdacht auf uns legen. Ja, und deshalb bringen wir ein, bringen Wachen um und... Ja, aber man sieht uns ja nicht. Wir sind ja geheim. Du machst das bisher sogar ganz gut. Pro reo. Was? Du meinst incognito. Incognito Rex Machina. Okay, liebe Freunde. Mit schlechten Dateien geht's auch im sechsten Teil weiter. Dann befreien wir, wie gesagt, den Weisen. Freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.